Hallo, ich bin Mathilde und ich stelle euch das Thema über Nelson Mandela vor. Nelson Mandela, Geburtsdatum 18. Juli 1918, Sterbedatum 5. Dezember 2013. Ehepartnerin Graca Mandela, geborene Mache. Kinder Zenandi Mandela, Dalimini Mandela, Cinzi Mandela. Forscherfrage 1. Was war das Ziel von Nelson Mandela? Nelson Mandelas Ziel war es, mit seinen Mitstreitern, den Weißen und Schwarzen, die Freiheit zu gewähren. Das ist ein Geldschein, auf dem Nelson Mandela abgebildet ist. Forscherfrage 2. Was geschah mit Nelson Mandela? Nachdem Nelson Mandela sich für die Freiheit der Weißen und Schwarzen einsetzte, bekam er eine Gefängnisstrafe für 28 Jahre. Nachdem er aus dem Gefängnis kam, wurde er zum Präsident ernannt. Forscherfrage 3. Warum wurde Nelson Mandela zum Präsident ernannt? Nelson Mandela wurde im Jahr 1994 zum ersten schwarzen Präsident von Südafrika gewählt. Seine Wahl markierte das Ende der Apartheid in Afrika und er führte eine Regierung, die auch Minister der Nationalparty und der Inkatha Freedom Party einschloss. Mandela war ein herausragender Vertreter im Freiheitskampf gegen Unterdrückung und Sozialungerechtigkeit. Sein Beitrag zum persönlichen Übergang von der Apartheid zu einem gleichheitsorientierten demokratischen Staatswesen in Südafrika ist von großer Bedeutung für viele Menschen. Weltweit war er ein politisches und moralisches Vorbild. Jetzt kommen wir zu den Quizfragen. Wie oft war Nelson Mandela verheiratet? A. Einmal, B. Dreimal oder C. Sechsmal? Bitte schreibt das unter das Video und bitte nicht schummeln oder nachgucken. Und bitte schreibt auch unter das Video, ob es euch gefallen hat. Tschüssi!